Hallo, heute ein Filmchen zum Thema Sport, Muskelaufbau und Training. Dazu brauche ich heute aber keine Gewichte stemmen, keine Curls machen, keine Klimmzüge oder sowas oder Geländegestützen. Dann heute werde ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar geht es heute um eine mentale Sache beim Training. Vor kurzem habe ich das Video gemacht über isometrische Übungen, Isotensionen und über was Ähnliches geht es heute, und zwar die Kraft der Imagination. Was ist das? Es ist ein Training oder Übung, das ich seit kurzem wieder mache. Das ist mir wieder in die Gedanken gekommen. Das ist eine Trainingslehre, die es seit über 50 Jahren gibt. Und man hat bewiesen, dass man durch die Vorstellung einer physischen Arbeit oder durch seinen Geist die Muskeln zum Wachsen bringen kann. Ich bringe jetzt das Beispiel, wie ich das praktiziere, und das kann jeder von euch machen. Am besten abends vorm Einschlafen, da beruhigt es sogar und bringt einen runter. Oder morgens, wenn man wach wird und man muss noch nicht gleich raus aus dem Bett, man bleibt noch ein bisschen liegen. Und zwar läuft es folgendermaßen. Ihr legt euch ins Bett in die Totenstellung, das heißt auf dem Rücken, ganz flaches Kissen, nicht zu hoch, dass der ziemlich waagerecht liegt, und ihr fangt euch an zu entspannen. Ihr liegt praktisch wie im Sarg und ihr fangt an mit euren Gedanken von den Fußknöcheln nach oben Richtung Waden zur ersten Muskelgruppe und stellt euch in Gedanken vor, ihr seid ja alle im Training, wenn ich mich nicht irre, wie eure Waden aussehen sollen, wie die Waden ausgeformt sein sollen, welche Form das sie haben sollen, wie scharf gezeichnet das sie sein sollen, die Muskelteilung. Und wenn ihr das visualisiert habt, wie eure Wade ausschaut, dann wandert ihr gedanklich nach oben. Die nächsten Muskeln, wo nachher kommen, überhalb des Knies, das sind die Oberschenkelmuskeln. Ihr stellt euch vor, wie eure Oberschenkelmuskeln aussehen sollen, die Teilung der Oberschenkelmuskeln, der vordere Oberschenkel, der hintere Oberschenkel, der Beuger. Stellt euch ganz fest vor, natürlich realistische Ziele, wie euer Oberschenkel ausgeformt sein soll. Alles mit euren Gedanken. Und dann wandert ihr weiter nach oben, von unten nach oben. Das nächste ist nachher der große Gesäßmuskel, der Gluteus Maximus. Ich stelle euch vor, wie euer Hintern aussehen soll, welche Form er haben soll, wie er ausgeprägt sein soll. Und ihr wandert weiter nach oben. Immer wenn ihr diesen Gedanken festgemacht habt und kurz fixiert habt, wie soll mein Gesäß ausschauen, wandert er nach oben. Der hintere Rücken, der untere Rückenmuskel, dann nach vorne die Bauchmuskulatur, der Sixpack, wie soll euer Bauch ausschauen, die schrägen Bauchmuskeln, der Sixpack. Stellt euch das ganz feste vor. Das ist natürlich alles in Verbindung mit dem Training, ist eh klar. Und so wandert ihr weiter nach oben. Dann kommt die Brustmuskulatur, dann die Schultern. Immer vorstellen, wie soll meine Brust ausschauen, wie soll sie gewölbt sein, wie soll die Teilung sein. Dann die Schultermuskulatur, die Deltamuskeln. Und dann geht er auf die Arme über, eure Unterarme, eure Bizeps, eure Trizeps, alles bildlich ausgemalt. Wie soll euer Bizeps ausschauen? Wie hättet ihr ihn gerne? Was ist ein realistisches Ziel? Und macht es im Kopf fest. Und so macht ihr alle Muskelgruppen durch, bis zum Nackenmuskel hoch. Alles schön in Ruhe, alles total tiefenentspannt. Wir sehen, es tut richtig gut. Das kann auch beim Einschlafen und beim Runterfahren vorm Schlafen helfen. Könnt ihr aber auch morgen machen, nach dem Aufwachen, wenn ihr ruhig im Bett liegt. Ihr sollt keine schwere Zudecke drauf haben, schön leicht zugedeckt, dass keine Last irgendwas euch beeinflusst. Ihr solltet völlig frei fühlen. Ihr könnt das auch auf der Yogamatte machen. Kein Thema, das muss nicht unbedingt im Bett sein. Da gibt es auch bekannte Oldschool Bodybuilder aus den 70er Jahren, die das praktiziert haben. Ich weiß nicht, ob das bei den Weider-Prinzipien dabei war. Ein großer Verfechter dieser Imagination, das war Robbie Robinson, ein schwarzer Bodybuilder, der den Spitznamen hatte, der Black Prince. Der hatte damals zu der Zeit eine phänomenale Muskulatur. Er hatte den besten Bizeps damals, das hieß den höchsten vom Höhenwachstum.
Und der schaut heute noch top aus. Dieser Robbie Robinson ist mittlerweile, glaube ich, 74 oder 75 Jahre alt. Schaut hervorragend aus. Ist auch ein bisschen so ein Guru-Typ. Er steht für das Oldschool-Bodybuilding der 70er Jahre. Hat nach seiner erfolgreichen Wettkampfzeit auch zurücktrainiert. Nicht so wie manche Bodybuilder, die aussehen wie so ein Schwimmtier, wo die Luft langsam rausgeht, sondern er hat kontinuierlich seine Muskulatur zurückgebildet etwas, das immer noch gut ausschaut, und man sieht ihm sein Alter wirklich nicht an. Wenn das interessiert, wie gesagt, er hat einen Kanal, hat interessante Filmchen drin, da könnt ihr euch mal anschauen, wie er früher ausgeschaut hat, wie er heute ausschaut. Das war es heute zum Thema Training, Trainingslehre. Viele werden das jetzt belächeln. Wen es interessiert, der soll es mal ausprobieren, und kann man das dann mal in die Kommentare reinschreiben, ob das funktioniert. Das muss man natürlich ein paar Mal machen, aber allein die beruhigende und runterfahrende Wirkung von diesen Visualisierung ist klasse. Glaubt mir das. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.